Sascha, wann hat sich das zum ersten Mal bemerkbar gemacht, dass du gemerkt hast, jetzt ich leide an dieser Krankheit? 2004, nach 6 Monaten Beschwerden und also körperliche Gelenke, Wirbelsäule und sonstige Krämpfe haben 6 Monate lang angedauert. Und dann war ich zu einem zweiten Arzt für eine zweite Meinung nachzuholen und wurde festgestellt, genetisch bedingt vererbt Morbus Was hat Becker. man medizinisch gemacht gegen diese Krankheit? Am Anfang nur Tabletten, Medikamente, die eigentlich für meine Meinung nach nichts geholfen haben. Eigentlich seelisch starb ich schon, richtig langsam, und ich habe mich aufgegeben gehabt. Kann man sagen, da war auch ein Stück Identität. War ja deine Musik, du warst eine leidenschaftliche Frau, auch in diesem Bereich, dass du gemerkt hast, was mache ich jetzt? Ja, eigentlich habe ich, bevor ich Jesus kannte, für Musik gelebt, mehr oder weniger. Und mein Mann hat immer gesagt, aus Spaß, du bist zuerst mit Musik verheiratet und dann mit mir. So wichtig war Musik für mich. Ich habe eigentlich gedacht, ohne Musik kann ich nicht leben. 2006, um die Osterzeit, und ich hatte meine eigentlich letzte Therapie gemacht gehabt bei dem Arzt. Und nächste Tage danach, es hat sich alles richtig verschlimmert. Und die ganzen Symptome wurden sehr massiv und ich konnte einfach nicht mehr aushalten, und ich war total verzweifelt. Nach dieser allen Suche, 15 Jahre Suche in Esoterik und Buddhismus und alle möglichen anderen Religionen, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe noch nicht Gott probiert. Und es blieb mir eigentlich nichts mehr über, außer zu Gott zu schreien, ihn zu rufen. Und das habe ich getan. Eines Morgens bin ich aufgestanden, und für mich ist nicht üblich natürlich gewesen, dass ich um 9 Uhr in der Früh einfach singe, aber ich sang dann. Ich habe gesungen Amazing Grace. Und meine Tränen sind wirklich im Strömen gekommen, und ich habe gewusst in meinem Herzen, dass Gott mich ruft und er möchte mich für sich selber haben, für sich diese Talente, diese Musik, alles, was er mir gegeben hat. Er will alles für sich haben. Es gibt einen Namen auf dieser Welt. Und ich muss lachen, weil diese Freude ist wirklich im Überfluss in meinem Herzen. Es heißt Jesus Christus. Und ich ermutige jeder, der in so einer Phase sich befindet, Krankheit oder Verzweiflung, egal welcher Art ist das. Dieser Name zu rufen lohnt sich. Jesus Christus ist lebendig.